Als Andreas aufwacht, scheint bereits die Sonne ins Zimmer. Alles ist noch ruhig. Nur ein paar Vögel zwitschern im Garten. Da setzt sich der kleine Junge mit einem Ruck im Bett auf. Hurra! Heute ist doch sein Geburtstag. Schnell schlüpft er aus den Federn und angelt mit den Füßen nach seinen Hausschuhen. Die Geschenke. Mutti versteckt sie immer. Andreas macht sich auf, sie zu suchen. Er läuft durch alle Zimmer, aber nirgends kann er ein Geschenk entdecken. Vielleicht sollte er einmal im Garten nachsehen. Da hört Andreas etwas draußen an der Haustür. Schnell schaut er durch einen Spalt hinaus. Ein Kätzchen sitzt auf der Türschwelle und maunzt ganz leise. Langsam streicht es an der Tür entlang und kommt auf Andreas zu. Dann versucht es, an ihm hochzuklettern. Zärtlich nimmt Andreas das Kätzchen in seine Arme und drückt es vorsichtig an sich. Behaglich schnurrt es nun und kuschelt sich noch mehr in seine Arme. Voller Freude rennt Andreas mit dem Kätzchen zu seinen Eltern. »Mutti, Vati«, ruft er glücklich, »vielen, vielen Dank, so ein schönes Geschenk hatte ich noch nie.« Verdutzt schauen sich die Eltern an, denn von ihnen hat er das Kätzchen nicht bekommen. Sie haben für Andreas den Roller mit Gummireifen gekauft, den er schon so lange haben wollte. Er steht im Garten unter dem Apfelbaum. Andreas feiert den schönsten Geburtstag seines Lebens. Das Kätzchen darf er behalten und einen Roller hat er noch dazu bekommen. Wo aber kommt das Kätzchen her? Es muss sich wohl selbst vor die Tür gesetzt haben. Als Geburtstagsgeschenk für Andreas. Heute darf Sabine mit der Mutti in das große Kaufhaus zum Einkaufen gehen. Am liebsten würde sie den ganzen Tag dort verbringen. Die Mutter hält Sabine fest an der Hand, damit sie nicht verloren geht. Den größten Spaß macht es Sabine, mit der Rolltreppe zu fahren. Zuerst beobachtet sie, wie das die anderen machen. Einer nach dem anderen stellt sich mit einem schnellen Schritt unten auf eine Stufe und braucht dann nur zu warten, bis diese Stufe oben ankommt. Das scheint gar nicht schwer zu sein. Während die Mutter mit einer Verkäuferin spricht, läuft Sabine einfach davon. Sie fährt mit der Rolltreppe im ganzen Kaufhaus umher, bis sie in der Spielwarenabteilung landet. Dort allerdings vergisst sie die Rolltreppe. Staunend geht Sabine von Regal zu Regal. Aber dann fällt ihr plötzlich die Mutti wieder ein. Wie soll sie sie in dem großen Kaufhaus wiederfinden? Sabine fängt vor Angst an zu weinen. Viele Leute kommen an ihr vorbei, aber die Mutti ist nicht darunter. »Warum weinst du?«, fragt eine junge Verkäuferin. »Ich weiß nicht, wo meine Mutti ist«, schluchzt Sabine. Bald darauf schallt es aus allen Lautsprechern. »Achtung, Achtung, die kleine Sabine ist oben in der Spielwarenabteilung«, und sucht ihre Mutti. Das hört die Mutti und fährt in die Spielwarenabteilung hinauf. Sabine läuft ihr schluchzend entgegen. Mutti, ich bin so froh, dass du da bist. Nie wieder laufe ich davon. Gärtnerei am Rande der Stadt stand neben dem Treibhaus ein kleiner Stall. Darin wohnte eine Ziege mit langem Bart. Sie wurde von allen Heckmeck gerufen. Wisst ihr warum? Weil sie so schön meckern konnte.
Heckmeck war eine liebe Ziege. Das Schönste aber war, dass sie sich von Kindern sehr gern füttern ließ. Elke kam oft mit ihrer Mutter in die Gärtnerei, um Gemüse zu kaufen. Ihr Blick wanderte immer gleich zum Ziegenstall. Kaum sah die Gärtnersfrau das kleine Mädchen, holte sie auch schon eine große Möhre und einen von diesen kleinen roten, besonders süßen Äpfeln. Dabei sagte sie, schau mal nach, ob Heckmeck nicht gerade hungrig ist. Elke nahm Möhre und Apfel und rannte so schnell sie konnte in den Stall. Dort sah ihr die Ziege schon erwartungsvoll entgegen. Sie meckerte einen Willkommensgruß, legte den Kopf schief und blinzelte Elke zu. »Ja, ja«, sagte das kleine Mädchen besänftigend, »ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Sieh nur, was ich dir diesmal mitgebracht habe. Magst du das?« Und sie hielt der Ziege die Möhre entgegen. Gern ließ sich diese füttern. Tja, Heckmeck ließ sich sogar streicheln. Erst das eine Ohr, dann das andere. Als die Mutter schließlich nach Elke rief, sagte sie schnell, »Also Heckmeck, bis bald.« Heckmeck blinzelte Elke zu und sah ihr nach. Elke drehte sich im Weggehen noch ein paar Mal um. Sie winkte sogar. Und beide wussten, dass sie sich schon bald wiedersehen würden. Melchior und Balthasar waren Zwillinge. Beide waren rothaarig, hatten Stupsnasen und viele Sommersprossen. Sie trugen immer die gleichen Sachen, gingen in dieselbe Schule, hatten dieselben Freunde und natürlich auch immer die gleichen Noten in der Schule. Ständig wurden sie verwechselt, denn niemand konnte die beiden auseinanderhalten. Sogar ihre Mutter hatte ihre liebe Not damit. Als die beiden 10 Jahre alt wurden, fragten die Eltern, »Nun, was wünscht ihr euch zum Geburtstag?« Ohne lang überlegen zu müssen, rief Melchior, »Einen Hund!« Und Balthasar echote, »Einen Hund!« »Zwei Hunde im Haus?« »Unmöglich. Wenn überhaupt, dann nur einen Hund.« Melchior und Balthasar heulten los. »Oh, oh, jeder wollte einen haben. Nur einen ganz kleinen.« Die Eltern waren ratlos. Schließlich sagte Onkel Theobald, »Schenkt ihnen eben 2 kleine Dackel. Das ist so gut wie ein großer Bernhardiner.« Am Geburtstagmorgen saßen 2 kleine Rauhaardackel in der Diele, etwas verängstigt durch das Freudengeheul, das Melchior und Balthasar aufführten. »Wie werdet ihr die beiden rufen?« fragte Onkel Theobald. »Also, meiner heißt Melchior«, kicherte Melchior. »Und meiner heißt Balthasar«, rief Balthasar. Zwillinge Melchior und Balthasar in den Garten, gefolgt von den Dackeln. Melchior und Balthasar. Mitten in einem wunderschönen alten Garten stand Eduard, der Gartenzwerg. Mit seiner roten Zipfelmütze, dem blauen Wämslein und der schwarzen Hose gefiel er sich selbst recht gut. Solange Eduard denken konnte, hatte er immer unter den Fliederbüschen gestanden. Nur einmal nicht. Und das kam so. Um Mitternacht, wenn die nahe Turmuhr 12-mal schlug, wurde Eduard immer lebendig. Dann konnte er genau 1 Stunde lang im Garten herumspazieren. Er konnte auf dem Rasen Purzelbäume schlagen, im Brunnen baden oder in der Gartenlaube Radio hören. Schlag 1 aber war der Zauber vorbei. Da hatte Eduard wieder an seinem gewohnten Platz unter den Fliederbüschen zu sein.
Eines Nachts jedoch kam etwas dazwischen. Gerade als Eduard munter auf der Gartenschaukel auf- und abturnte, zwickte sich seine schöne Hose ein. Er zog und zerrte, bis es rasch machte und die Hose ein Loch hatte. Indessen schlug es von der Turmuhr gerade 1 Uhr. Eduard, der Gartenzwerg, konnte sich nicht mehr rühren. Am nächsten Morgen wunderte sich der Gärtner sehr. Wie kam der Gartenzwerg auf die Schaukel? Eduard wurde wieder unter die Fliederbüsche gestellt. Das Loch aber in seiner schwarzen Hose sah keiner. Es war ein schöner, warmer Sommerabend. Der Grashüpfer holte seine Geige hervor und setzte sich auf einen Stein am Ufer eines Baches. Nachdem er sein Instrument gestimmt hatte, begann er darauf zu spielen. Es war eine langsame, wunderschöne Weise. Sobald dieses Lied erklang, wurde es ganz still im Wald. Die Tiere umringten den kleinen Musikanten und lauschten bewundernd und mäuschenstill den Klängen. Jeden Abend hielt der Grashüpfer sein Konzert und Ruhe und Frieden kehrten im Wald ein. Aber eines Abends erklang keine Melodie mehr und niemand konnte sich erklären, warum der kleine Grashüpfer plötzlich verschwunden war. Doch der Igel hatte beobachtet, wie ein Junge den kleinen Musikanten eingefangen und in eine große dunkle Schachtel gesperrt hatte. Die Tiere verließen den Wald und der Igel führte sie zu dem Haus, in dem der Junge wohnte. Die offene Schachtel stand am Fenster. Der Grashüpfer saß traurig darinnen und wollte nicht mehr auf seiner Geige spielen. Der Wald und die anderen Tiere fehlten ihm sehr. Leise schlich sich der Fuchs in das Haus und befreite den Grashüpfer aus seinem Gefängnis. Der sprang auf den Rücken des Fuchses und ritt mit ihm zur Tür hinaus. So kehrten die beiden mit ihren Freunden in den Wald zurück. Dort spielte der Grashüpfer auf seiner Geige bis in den frühen Morgen hinein. Er war so glücklich, dass er so gut wie noch nie musizierte. Und alle Tiere hörten ihm ehrfürchtig zu. An der Biegung eines schmalen Weges wuchs ein junges, zartes Buschwindröschen. Es war ein hübscher, sonniger Platz. Und kein bisschen langweilig war es da. Menschen gingen vorüber, Kinder sprangen herum und oft liefen putzige Hunde spazieren. Nun kam da an einem Sommertag der Maulwurf Theobald über die Wiese. Tolle Gegend, dachte er. Hier lässt es sich leben. Und schon schwang er seine Schaufelarme hin und her und grub mächtige Berge Erde aus dem Boden. Nach einigen Stunden hatte Theobald einen langen Gang gegraben und wühlte sich auf der anderen Seite wieder nach oben. Da hörte er ein winziges Stimmchen gar jammervoll sagen: »Ach, nun gräbt er mir die ganze Erde weg und ich habe keine Nahrung mehr für meine Wurzeln.« Der Maulwurf Theobald traute seinen Ohren nicht. »Wer spricht denn da?« rief er laut und legte den Kopf schief, um besser zu hören. »Ich bin es, das Buschwindröschen«, piepste es schwach. Maulwurf Theobald schlurfte über seinen Erdhügel. »Sei nicht bös«, brummelte er in seinen schwarzen Samtpelz. »Ich hab's ja nicht absichtlich getan. Gleich bringe ich das in Ordnung.« Und schon verschwand er wieder eilends im Boden. Es dauerte nicht lange, und das Buschwindröschen fühlte wieder Erde um seine Wurzeln. Zum Dank entfaltete es eine besonders schöne Blüte, und alle, die sie sahen,
Menschen und putzige Hunde freuten sich. Der Maulwurf Theobald natürlich auch. Auf einem Rummelplatz war ein Stand, an dem es bunte Luftballons gab. Herr Anton, so hieß der Verkäufer, hatte ein ganzes Bündel Schnüre in der Hand, an denen die Luftballons angebunden waren. Es waren sehr schöne Ballons, die da an den Schnüren hüpften. Ja, hüpften. Herr Anton verstand es nämlich, sie mit einer gewissen Handbewegung ständig in Bewegung zu halten. Das sah aber lustig aus. Wie wenn sich die Ballons aus dem Haufen nach vorne drängen wollten, um besser gesehen zu werden. Da gab es große und kleine Herzballons in vielen Farben mit lustigen Bildern darauf. Andere glichen großen Hasenköpfen. Viele runde Ballons hatten aufgemalte Blumen oder Gesichter. Aber zwei Ballons, die waren einfach nur rund und rot mit dicken weißen Tupfen. Ha, sagte einer der großen Herzballons verächtlich. Seht euch doch mal die zwei roten Dicken an. Wer will denn die schon haben? Einfach nur lauter Tupfen, das ist doch altmodisch, rief ein anderer. Die zwei roten dicken Luftballons mit den weißen Tupfen wurden ganz traurig, als sie hörten, was die stolzen Herzballons redeten. Zwei Kinder zogen ihren Vater mit sich, denn sie wollten so schnell wie möglich zu den lustig hüpfenden Ballons. Die drei gingen schnurstracks auf Herrn Anton zu. Der Junge zeigte auf die großen Herzballons, aber das Mädchen schüttelte den Kopf und rief, »Oh nein, solche Herzballons haben die anderen Kinder auch. Sieh doch mal diese hier, die dicken roten mit den weißen Tupfen, die sehen lustig aus.« »Du hast recht, die nehmen wir uns«, rief der Junge froh. Und so kam es, dass die altmodischen, dicken, roten Luftballons zuerst verkauft wurden. Was glaubt ihr, wie die sich freuten? Es war einmal ein kleiner Hase. Im Sommer schlief er unter dem Wacholderstrauch. Und im Winter hatte er ein kuscheliges, gemütliches Bett aus Heu im Holzschuppen hinter dem Hühnerstall. Die 12 Hennen und der bunte Hahn kannten ihn darum gut. Doch der kleine Hase war nicht begeistert von dem Hühnervolk. Das laute Gacker und Krähen störten ihn gewaltig. Wenn sie mit dem Kackack und Kikriki überhaupt nicht aufhören wollten, so rannte er in blitzschnellem Zickzack zwischen ihnen hindurch und schlug so tolle Haken, dass den Hennen die Grasbüschel um die Köpfe flogen. Deshalb sagten sie manchmal Rüppel zu ihm. »Ich bin kein Rüppel, ich bin ein kleiner Hase«, rief er dann beleidigt und ließ die langen Ohren hängen. »Kack, kack«, machte eine große braune Henne, »du bist sehr ungezogen. Warum springst du immer so wild zwischen uns herum, dass wir ganz schmutzig werden und uns dann stundenlang putzen müssen?« »Na ja«, sagte der kleine Hase, »manchmal ist euer Lärm aber auch wirklich nicht auszuhalten. Da werde ich dann furchtbar wütend.« »Von jetzt an«, sprach der Hahn, »werde ich morgens und abends nur noch einmal krähen.« »Und wir gackern nur noch ganz leise, wenn wir ein Ei legen«, versicherten die Hühner. »Dann schlage ich auch nicht mehr solche Haken. Und ihr nennt mich nicht mehr Rüppel«, sagte der kleine Hase befriedigt. Und sein Schwänzchen tanzte fröhlich hin und her. Ein winzig kleiner Kobold heißt Blasi, weil er sich ganz groß aufblasen kann.
Einmal um die Mittagszeit saß Blasi auf einem Fensterbrett und schaute in ein Zimmer hinein. Dort sah er am Tisch einen Teller mit Braten stehen und eine Schüssel voll dampfender Knödel. Und weil er gerade keinen besseren Schabernack vorhatte, sprang er auf den Tisch, kroch in einen Knödel hinein und blies sich auf. Zwei Kinder kamen ins Zimmer gestürmt und kletterten auf die Stühle. »Ui, so ein großer Knödel«, rief das dickere von beiden und, ohne lange zu warten, nahm es den riesengroßen Knödel auf seinen Teller. In dem Moment machte es pfft und der Knödel schrumpfte zusammen, weil Blasi die Luft herausgelassen hatte. Das Kind schaute dumm drein und das andere lachte es aus. »Das kommt davon, weil du dir immer das größte Stück nimmst.« Dann brachte die Mutter zwei rote Wackelpuddinge in gelber Vanillesoße mit Schlagsahne darauf. Blasi schlüpfte in den einen Wackelpudding und blies sich auf. Das dicke Kind griff sofort nach dem Riesenpudding. Platsch! Der rote Pudding platschte zusammen, kleckerte aufs Tischtuch, die gelbe Soße spritzte umher und die weiße Schlagsahne klebte dem dicken Kind mitten im Gesicht. »Uff«, sagte es nur. »Vielleicht ist es gut, wenn man etwas bescheidener ist. Denn man kann ja nie wissen, wo der Blasi gerade steckt.« Die Sonne brannte erbarmungslos auf die Wüste nieder, da fiel plötzlich etwas Weiches auf den vor sich hin dösenden Kaktus und eine dünne Stimme piepste: »Au, bist du stachelig, das tut dir richtig weh!« Der Kaktus war sehr erstaunt und musterte den kleinen, etwas zerzausten Vogel. »Wie kommst du denn hierher? Was hat so ein kleiner Vogel wie du in der Wüste zu suchen?« fragte der Kaktus. »Ich fürchte, ich habe mich verirrt«, sagte der Vogel müde. »Ich bin nämlich ein Zugvogel. Im Sommer lebe ich in Deutschland, aber im Winter ziehe ich in ein wärmeres Land. Doch hier in der Wüste muss ich verdursten.« Erschöpft legte sich der kleine Vogel in den Sand. Der Kaktus spendete etwas Schatten, sodass sich der Vogel ein wenig ausruhen konnte. Als es am Abend wieder kühler wurde, erwachte der Vogel. »Ich speichere das Wasser in meinem Innern«, sagte der Kaktus. »Wenn du willst, kannst du von meinem Saft trinken. Aber du musst so schnell wie möglich die Wüste verlassen, damit du neue Nahrung finden kannst.« Der kleine Vogel pickte mit dem Schnabel in den Kaktus und trank. Der Kaktus musste lachen, denn an dieser Stelle war er sehr kitzelig. Als der kleine Vogel sich gestärkt hatte, verabschiedete er sich dankbar von dem Kaktus. So kam der kleine Vogel noch in ein anderes Land, wo es genug Nahrung gab. Es war ein munterer Bach, der da so zwischen Wiesen und unter Bäumen dahin plätscherte. Rechts und links am Ufer wuchsen kugelrunde Holunderbüsche. Unter einem von ihnen wohnte die Maus Piepsel. Täglich rannte sie ans Ufer des Baches, huschte zwischen den Gräsern hin und her und hopste auch auf Zweigen herum. Die Maus Piepsel war unerhört neugierig. Eines Morgens saß sie gemütlich unter dem Holunderbusch und knapperte an einer Käserinde, als plötzlich etwas Rotes durch die Zweige schimmerte. Und langsam kam es näher und näher.
Das muss ich sehen, dachte die neugierige Maus, warf die Käserinde hin und lief, so schnell sie konnte, zum Bach. Aber dort sah sie vor lauter Grasreihen gar nichts. Sie streckte ihre spitze Nase in die Luft und hatte sofort eine tolle Idee. Ein Ast, der über dem Bach hing, war genau das Richtige für sie. Sie turnte den Ast hinauf, immer höher und höher. Ein Frosch, der am Ufer saß, rief, »Vorsicht!« und schwenkte warnend seine grünen Arme. Aber Piepsel hörte ihn nicht, denn mit einem Mal sah sie das rote Etwas. Im Bach schwamm ein kleiner roter Puppenkoffer. Die Maus war so überrascht, dass sie den Ast losließ und kopfüber in die Tiefe purzelte. Aber sie war nicht ins Wasser gefallen, oh nein, sie lag genau auf dem roten Puppenkoffer und rieb sich ihren Kopf. »Da hast du aber noch mal Glück gehabt«, sagte der Frosch, der hilfsbereit dahergepaddelt kam und der Maus Piepsel aus dem Bach half. Piepsel nickte beschämt. »Ja, ja, so kann es gehen, wenn man sehr neugierig ist.« Peterle war ein Träumer und darüber sorgten sich seine Eltern manchmal. Denn wie gefährlich ist das Träumen auf der Straße? Einmal wollte Peterle seinen Freund Thomas besuchen. Er nahm seinen schönen Stoff Kasper unter den Arm und stapfte los. Weil er aber wieder einmal träumte, marschierte er am Zebrastreifen drauf los, ohne nach rechts oder links zu gucken. Und dann quietschte es plötzlich so nah und laut, dass Peterle vor Schreck den Kasper fallen ließ und auf den Gehsteig zurücksprang. Da hielt ein Lastauto auf der Straße. Ein Mann streckte den zornroten Kopf aus dem Fenster und schrie, »Kannst du denn nicht aufpassen, du Träumer?« Aber er schimpfte eigentlich nur, weil er sehr erschrocken war. Als er sah, dass Peterle nichts geschehen war, fuhr er weiter. Schnell raffte Peterle seinen Kasper auf. Ach, wie sah der aus. Ganz blatt und schmutzig war er. Weinend lief Peterle mit ihm zur Mutter und erzählte, was geschehen war. Nur gut, dass dir nichts passiert ist, sagte sie blass vor Schreck. Den Kasper machen wir schon wieder heil. Und Peterle versprach, ich schaue jetzt auch immer nach links, nach rechts und wieder nach links. Zebrastreifen. Rosemarie hatte ein rundes, rotes Hütchen mit einem blauen Band geschmückt und einem Sträußchen Vergissmeinnicht. An einem Sommernachmittag sagte die Großmutter, »Komm, wir gehen Himbeeren pflücken.« Rosemarie setzte ihr Hütchen auf, nahm ihren kleinen Henkelkorb und dann gingen sie zum nahen Waldrand hinter dem Haus. Sie pflückten eifrig, bis Rosemarie rief, »Juhu, mein Korb ist voll!« Dabei warf sie vor Freude ihr Hütchen in die Luft. Aber, oh Schreck, es fiel nicht mehr auf die Erde zurück. Verzweifelt suchte sie mit der Großmutter, bis es dunkel wurde. Das Hütchen blieb verschwunden. Rosemarie war traurig, aber die Großmutter tröstete sie. Eines Tages finden wir es bestimmt. Das Jahr verging. Als es wieder Frühling war, rannte Rosemarie zum Waldrand, um für Großmutter ein Sträußchen Schlüsselblumen zu holen. Da hörte sie plötzlich aus einem Haselnussstrauch aufgeregtes Vogelzwitschern. Sie bog vorsichtig die Zweige auseinander und da saß eine ganze Vogelfamilie in ihrem runden, roten Hütchen. »Bitte, Rosemarie«, bettelte die Vogelmama, »lass mir dein Hütchen noch eine kleine Weile, bis meine Kinder ausgeflogen sind.« Weil Rosemarie ein gutes Herz hatte, antwortete sie, »Du kannst es behalten. Mir passt es sowieso nicht mehr.« Und als die Vogelkinder ausgeflogen waren,
sangen sie für Rosemarie ein besonders schönes Lied. Stefan war 5 Jahre alt und ging noch nicht zur Schule, aber er konnte schon vieles lesen. Eines Tages gab ihm die Mutter einen Zettel und sagte, da ist ein Paket von den Großeltern für dich auf dem Postamt. Geh und hol es dir ab. Stefan war sehr stolz über diesen Auftrag und marschierte mit dem Zettel in der Hand zum Postamt in seiner Straße. Gibt mir der Beamte wohl das Paket? Wie groß wird es denn sein? Was könnte darin sein? Fragte sich Stefan, während er wartete. Dabei hielt er den Zettel krampfhaft fest. Als er an die Reihe kam, schob er den Zettel zaghaft über den Schaltertisch. Weil Stefan aber für sein Alter noch zu klein war, reichte sein Kopf nicht über den Schalter. So konnte der Beamte nicht sehen, mit wem er es zu tun hatte. Auf dem Zettel stand aber Herrn Stefan Gebauer. Der Beamte rief daher laut, »Herr Stefan Gebauer, bitte!« Da piepste es unter seinem Schalter. »Hier bin ich!« Verwundert beugte sich der Beamte über den Schaltertisch zu dem Knirps hinunter und lachte laut, »Du bist also der Herr Stefan! Du hast ein großes Paket bekommen, auf dem steht's Herrn Stefan Gebauer!« Damit reichte er ihm einen großen Karton. Mit hochrotem Kopf verließ der kleine Mann den Schalterraum. Alle lachten und nickten ihm freundlich zu. Er aber dachte, wie konnten die Großeltern auch nur Herr Stefan schreiben? Über den Fußball aber, der in dem Paket war, freute er sich mächtig. Es war einmal ein Bäckermeister, der wohnte in der Stadt in einem Tal. Hinter der Stadt erstreckte sich ein großer dunkler Wald und dahinter erhob sich ein riesiger Berg. Auf seinem Gipfel wuchs eine hohe, schlanke Tanne. Auf der Spitze dieser Tanne war ein kleines Wurzelmännchen zu Hause. 3-mal in der Woche machte es sich auf den langen Weg hinunter in die Stadt, um Brot einzukaufen. Auch heute ging das Wurzelmännchen geradewegs zu dem kleinen Bäckerladen. Der Bäcker hatte es schon erwartet und reichte ihm wie immer das bestellte Brot über den Ladentisch. Dabei fragte er, »Warum sitzt du eigentlich dort oben auf der Spitze der Tanne?« Ich dachte immer, dass Wurzelmännchen an den Wurzeln von Bäumen leben. Verdutzt schaute das Männlein den Bäcker an. Plötzlich erhellte sich sein Gesicht und es meinte, du hast recht, eigentlich habe auch ich früher zwischen den Wurzeln einer Tanne gewohnt, bis sich die Mäusefamilie mit den vielen, vielen zankenden Kindern in der Nachbarschaft niedergelassen hat. Da bin ich dann in den Wipfel der Tanne umgezogen, um meine Ruhe zu haben. Schließlich habe ich vergessen, dass ich ja nur eine Zeit lang da oben wohnen wollte. Gut, dass du mich gefragt hast. Jetzt weiß ich, ich muss doch nicht dort oben wohnen und immer diesen langen Weg gehen. Und es lebte von nun an im nahen Wald unter den Bäumen. Hühnchen lebte auf einem großen Bauernhof zusammen mit vielen, vielen braunen Hühnern. Da wurde gegackert und nach Körnern gescharrt, da wurden fleißig Eier gelegt und am Abend setzten sich alle in den gemütlichen Hühnerstall und schliefen bis zum Morgen. Wie langweilig, gackerte das weiße Hühnchen eines Tages. Ich mag keine Eier mehr legen. Die Gespräche hier sind immer gleich
Und neue Gesichter sieht man auch nicht. Ich werde auf Reisen gehen, um Land und Leute kennenzulernen. Am nächsten Tag ging Hühnchen los. Da begegnete ihm eine Entenschar. Komm doch mit zum Schwimmen, sagte ein Enterich freundlich. Aber Hühnchen konnte nicht schwimmen. Nach einiger Zeit begegnete es einer Katze. Miau, sagte sie freundlich. Willst du mit mir auf Mäusejagd gehen? Aber Hühnchen mochte keine Mäuse. Wow, wow, bellte es plötzlich. Ein großer Hund stand da. Ich habe einen Knochen vergraben, sagte er. Komm mit, ich lade dich ein. Aber Hühnchen mochte auch keinen Knochen. Es pickte am liebsten Körner. Auf dem Bauernhof wussten das alle, denn da wohnt die große Hühnerschar. In der Fremde versteht mich niemand, seufzte Hühnchen. Ich gehe wieder nach Hause, wo ich hingehöre. Ja, und da lebt Hühnchen noch heute. Es gackert und scharrt mit den anderen Hühnern nach Körnern. Es legt fleißig Eier. Und am Abend setzt es sich mit all den anderen in den gemütlichen Hühnerstall und ist sehr zufrieden mit diesem Leben. Langsam wird es dunkel. Die Vögel schlafen schon in ihren Nestern und die Kinder werden zu Bett gebracht. Das ist die Zeit, in der das Sandmännchen alle Hände voll zu tun hat. Mit einem Säckchen voller Schlafsand geht es von Haus zu Haus und streut den Kindern winzige Sandkörnchen in die Augen. Alle Kinder schlafen jetzt. Und das Sandmännchen macht sich müde auf den Heimweg. Draußen vor der Stadt meint es, ich muss doch einmal nachsehen, wie viel Sand ich in meinem Säckchen habe. Aber kaum hat es den Sack aufgebunden, da muss es niesen. Hatschi! Hatschi! Dabei fliegt ihm so viel Sand in die Augen, dass es ganz herzhaft gähnt und sofort fest einschläft. Es schläft. Und schläft die ganze Nacht, den ganzen folgenden Tag. Und als es Abend wird, schläft das Sandmännchen immer noch. So findet es ein Wichtelmann. Er rüttelt und schüttelt es, aber das Sandmännchen rührt sich nicht. Was soll ich nur machen, jammert der Wichtelmann. Wer wird nun den Kindern den Schlafsand in die Augen streuen? Doch dann hat er eine gute Idee. Schnell bittet er die Vögel um Hilfe, die um diese Zeit schon in ihren Nestern sitzen. Sie sind bereit zu helfen. Sogleich nimmt jeder Vogel so viel Schlafsand in den Schnabel, wie er tragen kann, und fliegt zu einem Haus, wo Kinder wohnen. Die liegen nämlich alle noch wach in ihren Betten. Kaum haben die Vögel den Schlafsand ausgestreut, schlafen die Kinder ein. So kommt es, dass an diesem Tag alle Kinder vor den Vögeln schlafen gehen. Dein kleiner Dackel hat keine Geheimnisse. Oh doch, Waldi jedenfalls hat ein Geheimnis, von dem niemand etwas ahnt. Wieso? Nun so höre. Waldi ist der beste Freund des Försters, der für den großen Wald in der Nähe unserer Stadt zuständig ist. Bei allen Gängen durch den Wald ist Waldi dabei. Er läuft neben dem Förster her, aber lieber einige Schritte vor ihm und schnuppert eifrig. Das wird doch von einem Försterhund erwartet. Es macht ihm auch meist Spaß. Manchmal bittet er den Förster, ihm den kleinen bunten Ball zum Spielen zu geben.
Wie er das macht? Nun, er springt zweimal am Förster hoch und zerrt dabei mit den Zähnen ein bisschen an seiner Tasche, in der der Ball steckt. Das versteht sein Freund dann und meint jedes Mal, den Ball willst du also wieder, du Schlingel. Und Waldi bellt zustimmend. Dann tollt er ausgelassen mit dem Ball durch den Wald. Das ist zwar schön, aber Waldi wollte schon immer einmal nach Herzenslust auf eigene Faust im Walde herumstromern. Eines Tages steht sein Entschluss fest. Heute entwische ich dem Förster. Seinen kleinen Ball nimmt er mit. Waldi hopst lustig über die Baumwurzeln und der Ball kullert vor ihm her. Von Zeit zu Zeit stößt Waldi ihn mit der Nase an. Plötzlich aber ist der Ball verschwunden. Wo kann er nur stecken? Waldi schnuppert der Spur nach. Aha, in diese Richtung ist er gerollt, durch Wurzelwerk bis zu einem Loch in der Erde. Waldi steckt seine Schnauze hinein und schnuppert wieder. Komischer Geruch. Es riecht ein bisschen nach Gummiball und stark nach... Ja, wonach eigentlich? Nach Hunden? Nein, nicht ganz, aber so ähnlich. Plötzlich taucht eine schwarze Nase auf, dicht vor seiner. Erschrocken weicht Waldi zurück und dann kommt ein kleines rostrotes Tier zum Vorschein. Ein Fuchs. Nein, zwei, drei, vier kleine Füchse. Neugierig wie sie sind, bilden sie einen Halbkreis um Waldi und schauen ihn genau an. Wieso hast du keinen buschigen Schwanz, will einer wissen. Waldi bleibt ihm die Antwort schuldig, denn er hat seinen bunten Ball entdeckt. Er langt danach, das Füchslein verteidigt ihn und schon ist das schönste Spiel im Gang. Bald sind sie gute Freunde. Als das Füchslein mit Waldis Halsband spielen will, muss er laut lachen. Er ist dann nämlich sehr kitzlig. Die vier Füchse müssen mitlachen, weil Lachen doch so ansteckend ist. Es ist schon fast dunkel, als Waldi endlich ins Försterhaus zurückkommt. Gut, dass sein Ball bunt ist, sonst hätte er ihn verlieren können. »Wo hast du dich nur so lange herumgetrieben?«, fragt sein Herrchen. Aber Waldi verrät nichts. Er wedelt nur mit dem Schwanz und bellt. »Wau, wau!« Das versteht der Förster nicht. Waldi will ihn nicht zum Fuchsbau hinführen, denn das soll sein Geheimnis bleiben. Niemand darf den Fuchsbau sehen. Er aber würde bald wieder hingehen, um mit den neuen Freunden zu spielen.